Am Tag der Ausbildung hatten Jugendliche die Gelegenheit, mit Azubis und Ausbildern der Stadt Freiburg zu sprechen. An zahlreichen Infoständen konnten sie Einblicke in die verschiedenen Berufsfelder gewinnen. Ausbildung bei der Stadtverwaltung, das klingt für viele nach langweiligen Aktenwälzen und staubigen Archiven. Dazu befragten wir Katrin Hengi, die bei der Stadt für die Ausbildung zuständig ist. Nein, also Ausbildung bei der Stadt ist definitiv überhaupt nicht langweilig. Also wir haben über 30 verschiedene Ausbildungsberufe und durch das, dass wir natürlich auch 39 oder mehr Ämter und Dienststellen bei der Stadt haben, ist die Ausbildung wirklich wahnsinnig vielseitig. Also vom Tierpfleger über den Gärtner, über den Erzieherbereich bis hin zu verschiedenen Studiengängen, die wir anbieten, ist das schon mal sehr vielseitig. Und die Ausbilderinnen und Ausbilder bei uns machen die Ausbildung dann auch sehr kreativ und vielfältig. So, dass man sagen kann, dass die Ausbildung bei der Stadt wahrlich nicht staubig oder langweilig ist. Genau. Wir haben insgesamt bei der Stadt über 150 verschiedene Berufsbilder, die bei uns tätig sind. Dann hat man natürlich die Beschäftigung in einem Tarifvertrag beziehungsweise auch in einem Beamtenverhältnis, das heißt einen sicheren Ausbildungsplatz oder später dann auch Arbeitsplatz. Unsere Übernahmechancen nach der Ausbildung sind für die Auszubildenden sehr gut. Da gibt es auch spezielle Angebote und auch über die Ausbildung hinaus bieten wir den Auszubildenden, die wir dann übernommen haben, auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten an. Deshalb denke ich, lohnt sich die Ausbildung bei uns. Ob ein Studiengang im IT-Bereich, eine Ausbildung als Maskenbildnerin beim Theater, als Gärtner oder bei der Feuerwehr, die Auswahl an verschiedenen Berufen ist groß. Doch in welchen Berufsfeldern sucht die Stadt besonders? Also in den Verwaltungsberufen haben wir natürlich am meisten Auszubildende. Einfach klar, wir sind eine Stadtverwaltung, da suchen wir immer am meisten Leute. Aber ansonsten suchen wir im Erzieherbereich viele Leute, aber eigentlich querbeet. Also wer Lust hat und wen ein Beruf bei uns anspricht, kann sich gerne bei uns bewerben. Wenn man nun alle Informationen gesammelt und sich für eine Ausbildung bei der Stadt entschieden hat, wie kann man sich bewerben? Also auf unserer Homepage www.freiburg.de/Ausbildung sind unter der Rubrik Ausbildungsberufe 2013 jetzt für dieses Jahr alle aktuellen Ausschreibungen für die neuen Ausbildungsplätze 2013 eingestellt. Und da findet man dann immer die entsprechende Bewerbungsfrist und Ansprechpartner, wo man auch mal eventuell einfach ein Schnupperpraktikum vereinbaren kann, um einfach auch mal in den Beruf vorher reinzuschauen.